Willkommen zurück, meine Lieben. Hier ist wieder euer M3D bei Alice Maps Street. Ich habe ein bisschen Schiss hier. Also hier ist viel Blut, hier ist viel Dreck, hier ist viel Scheiße. Hier wird es bestimmt gleich heiß hergehen. Aha, hier ist wieder eine Erinnerung. Die will ich haben. Dankeschön. Was Schwester Whitless sagte, war: Das Feuer rauschte herein. Sie brannte direkt lichterloh. Niemand weiß, wie sie überlebt hat, außer Alice. Und die schweigt sich aus. Erinnerst du dich? Okay, der Typ hat auch irgendwie einen Kopfschuss weg, merkt man hier gerade. Merkwürdig, merkwürdig, was ist hier? Aha, hier wird gleich wieder gekämpft. Aber hier kann man nicht irgendwo drauf, oder? Na, gut, dann... Ja, okay, es brennt ja auch da aber auf den manchen Gebäuden, dann lassen wir das mal lieber bleiben. Oh, ob jetzt neue Gegner kommen, das würde mich auch mal interessieren. Irgendwas ist das doch gerade erschienen, oder? Ja, dann nein. Oh, was ist denn hier passiert? Was ist das? Ich erkenne es gar nicht. Sieht aus wie eine Ameise aus irgendeinem Papier gebastelt. Ach, dieses Origami, oder wie heißt es? Ach, keine Ahnung, wie das man das... Oh, wartet mal, ich lese mal kurz vor, was hier steht. Liebe Zuschauer, ihr sollt alle Master 3D gucken, denn er ist so toll. Okay. Hallo, was ruckelst du denn so? Spiel! Alter, es ruckelt bei 60 Frames. Ich komme damit drauf klar. Samurai-Wespe, das ist ja auch mal was Neues. Oho. Jetzt geht ja gleich voll in die Feuer. Was geht bei der schief? Aber okay, scheint nicht viel zu können. Ja, sie ist halt gefährlich, weil sie sehr offensiv ist, aber so vertragen tut sie nicht. Nicht viel. So. Ach komm, ich hau einfach mal drauf und guck mal, was passiert. Aha. So, blocken können sie den Hammer anscheinend auch nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. Autsch, das ist auch gut zu wissen. Halt die Schnauze, du Mistvieh. Ah, ich weiß, wie ich vielleicht diese komischen Nachladeruckel oder was auch immer das sein soll, lösen kann. Da muss ich mal gucken. Das kläre ich vielleicht in der nächsten Folge. Ist mir gerade was Spontanes in den Kopf gestoßen. Vielleicht Krieg ist ja hin. Ich kann nichts versprechen, denn Alice ist gerade ein bisschen komisch. Aber vielleicht macht das ja Sinn, was ich vorhabe. Okay. Falls es natürlich funktioniert, dann sage ich euch die Lösung. Ist ja klar, falls irgendeiner von euch auch mit diesem Problem hier bewandert ist, obwohl er sehr hohe Frame-Zahlen hat. Kann ich mir nämlich gut vorstellen. Okay, wir gehen mal hier drauf. Boah, Alter, Hilfe. Ich habe gerade den Schock meines Lebens bekommen. Nein. Kann ich darauf stehen? Oh, Glück gehabt. Oh, oh, oh. Weil ich dachte, das müsste man eher mit diesem Dings machen, mit dieser Teekanne. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt gerade eingebildet habe, aber hat Alice asiatischere Augen bekommen oder bin ich bescheuert? Oder ist sie einfach nur asiatischer geschminkt? Ich bin verwirrt. Ich glaube, ich bilde mir das nur wieder ein. So, geht's da hoch? Jawohl. Und rüber! So, jawohl, schön. Es war so klar. Ich wollte gerade sagen, es sieht aus, als ob man hier kämpfen müsste. Und ja, man muss hier kämpfen, aber die sind ja richtig leichte Gegner. Man darf sie halt nur nicht an sich rankommen lassen, deswegen teleportiere ich mich einmal weg, so. Dann macht das alles wieder seinen Sinn. Halt die Schnauze, blocken bringt nichts. Oh jawohl, Glück gehabt, den habe ich gerade mit erwischt. Und den anderen auch wieder, ja, schön. Ja, mit dem Hammer sind die ja Kindergarten. Warte mal, ich weiche mal aus, wo ist der andere? Da ist er. Au. Da bin ich sehr schlecht ausgewichen. Sieht irgendwie cool aus so mit ihren Samurai-Schwertern und so, ne? Nicht schlecht. So, jetzt sind sie besiegt. Und so wurde auch gespeichert, wie man hier sehen kann. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Gibt es hier noch irgendwas abzustauben? Ich werde mal klein. Nein. Eine Schweineschnauze kann man hier auch aktuell nicht hören. Aber hier wäre ein Weg. Mhm. Ne, kam ich nicht von hier? Von hier kam ich, ne? Ja, von da kam ich. Okay. Dann ist halt hier noch irgendwas. Aber nichts, wo ich irgendwie hin könnte. Also macht das ja auch noch gar keinen Sinn. Da muss ich mal gucken. Ist in dem Gebäude irgendwas? Nein. Kann man da überhaupt rein? Da könnte man doch nicht mal rein. Also das ist schon ein bisschen schade gemacht, ehrlich gesagt. Was wäre dann so schlimm, wenn ich mal da reingehen könnte? Naja, egal. Das macht das Spiel jetzt auch nicht schlechter. Also stören wir uns darüber nicht. So, hier ist eine Säule, hier ist nichts. Aha, aha, aha. Rein da. So, jetzt bin ich gespannt, was wir jetzt finden könnten. Ich vermute ja mal wieder eine Flasche, aber das muss nicht unbedingt sein.
Na okay, ist eine Flasche an sich. Manche Gerüche sind einzigartig. Nie wird man brennendes Menschenfleisch mit einem Lammkotelett verwechseln. Ja, wenn du das sagst, dann muss das wohl so sein. Also, ich kann darüber jetzt leider nichts sagen. Darüber weiß ich nicht Bescheid. So, wie komme ich denn jetzt am besten drauf? So, okay, das war noch leicht machbar. Hier geht's weiter. Ach, das Ding ist nummeriert, dass man sehen kann, wo man langspringen muss. Aha. Das hat hier gerade so ein Geräusch gemacht. Hier habe ich doch noch was gesehen. Das funktioniert nicht. Warte mal, ich versuche mal dieses andere Ding. Vielleicht funktioniert das. Ja, funktioniert. Huch. So. Sollen wir diesen scheiß Zielmodus da wegmachen? Der ist immer so... Weiß ich nicht. Ich bin dazu blöd, um das normal wegzukriegen. Kette ziehen. Das Ding hätte ich echt übersehen, wenn da kein Hinweis wäre. Das muss man auch mal sagen. Oho. Hallo? Ah, ich kann mich gerade nicht mehr bewegen. Hallo? Alter, was ist hier los? Hilfe! Jetzt ruckelt es gerade richtig stark, habe ich das Gefühl. Warum auch immer. Musste wohl mehr nachladen, ne? Eieiei. Naja, gut. Wie gesagt, ich habe im Kopf eine Sache, die vielleicht funktionieren könnte. Wobei ich nicht glaube, dass es am PC liegen kann. Also, es kann eigentlich... es kann überhaupt nicht am PC liegen, aber egal. Es muss dafür eine andere Lösung geben. Ich finde da schon was. So. Sie, die eine einzelne Seele rettet, rettet die ganze Welt. Erinnerst du dich? Nein, erinnere ich mich nicht. Oh, 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 oh. Man vermutet hier schon was und das wird wahrscheinlich auch passieren. Ja, es wird passieren. Hilfe. Oh, ich habe das Messer in der Hand. Nein. Wo ist der Hammer? Hammer. Da ist der Hammer. Jetzt kann ich abgehen, meine Freunde. Yeah. Die Bodenwelle alleine schlägt ja schon zurück. Das ist ein sehr starker Vorteil gegen diese schnellen Biester hier. Das finde ich recht geil. So, direkt hin und weiter draufhauen. Quatsch. Kommt noch mehr oder war es das? Eine Daimyo-Weste. Alter. Die ist ja cool gemacht. Na gut, wir probieren es auch mal. Au. Ganz normal mit dem Hammer, wenn sie nicht angreift. Sieht schon so aus, als ob es gut was bringen würde. Oh, da hätte ich ausweichen müssen. Alles klar. Man lernt ja auch dazu, ne? Vor allem als Dark Souls-Spieler. Autsch, autsch, autsch. Aber ich anscheinend nicht, nein, Gewicken. Da, meine Chance, geh hin. Oh. Alter. Warte mal, wir versuchen es einfach mal damit, dass die mal ruhig gestellt ist jetzt. Aha, das funktioniert super. Cool. Jetzt halt die Schnauze, verdammt. Oh, weg da. Und wieder drauf. Nein, das ist wieder eine Art Blocken, okay. Autsch. Eben hat sie wie eine richtige Wespe geklungen. Oh, du Sau, Alter. Komm, jetzt bist du gerade im Nahkampf gewesen. Komm drauf, nein. Hilfe. Oh, scheiße, ist die wendig. So, das ist jetzt schlecht. Das ist sogar richtig schlecht. Okay. Jetzt haben wir eine Chance. Aua. Egal, ich habe sie getroffen, nur das zählt. Alter, ist die übel. Lass mal von der jetzt 2-3 Stück kommen, dann ist man echt gearscht. Boah, komme ich jetzt in so einen asiatischen Tempel? Das ist ja geil. Aha, ich höre eine Schweineschnauze. Wo könnte die sein? Ich sehe sie gerade nicht. Ich höre sie auf dem linken Ohr, Moment. Hier auch nicht. Ja, man hört sie schon. Ach, da bist du, Alter, bist du gut versteckt. Der Wahnsinn. Ich hätte dich ja in 1000 Jahren nicht gesehen, ne? Komisches Vieh. Uiuiui. Also ich muss ja echt mal besser meine Augen offen halten. Ist ja katastrophal, was hier abgeht. So. Her damit. Und zum Glück ein bisschen Leben drin, das ist gut. War jetzt natürlich nicht viel, aber ist besser als gar nichts. So viel steht schon mal fest. 6 Rosen. Das geht eigentlich. So, gehen wir mal weiter gucken. Was ist hier los? Ah, wieder diese Origami-Figur, ne? Okay. Ist sie die Auserwählte? Die Rettung? Unsere Wohltäterin?
Ach, die leben. Aha, das ist wohl die Wohltäterin, die Auserwählte, eine Karotte oder sowas. Na gut. Ah, hier können wir noch rein. Cool, cool, cool. Direkt rein da. Ah nein, okay, das schaltet etwas anderes frei. Warte mal, testen wir es mal. Was ist jetzt passiert? Ich weiß es ja jetzt gar nicht. Das wird doch normalerweise mal angezeigt. Was ist denn hier los? Okay. Vielleicht mal hier gucken. Nein. Die Große, die Mächtige, die Mutige, die Tollkühne, die Wahnsinnige, die Ungestüme. Ja, das bin ich. Das ist wohl wahr. Was ist das? Geht das kaputt? Nein, geht nicht kaputt. Mit den Reden kann man wohl auch nicht. Sprich mit dem Ältesten. Das musst du wirklich. Er weiß Dinge. Er denkt sogar Dinge. Oh je. Chaotenverein. Aber was ist denn hier passiert? Was habe ich damit ausgelöst? Aha. Jetzt habe ich es gesehen. Alles klar. Cool. So, mal kaputt machen. Jetzt kann man hier hoch. Aha, cool. Wir behalten nur eine der Lampen, Alice, als Nachtlicht. Aber nur im Flur oben und nur bis du 12 wirst. Ja, übertreibt. Schlimm, schlimm, schlimm. Weißt du, da tust du dem Kind so richtig schon so Regeln auftischen. Was eigentlich für ein Kind normal ist, dass das so eine kleine Nachtlampe will oder sowas. Und dann auch nur noch nur im Flur. Ich habe gerade Glocken gesehen, das geht ja gar nicht, meine Freunde. Oh nein, ich bin in die Blume gegangen. Wahrscheinlich komme ich hier wieder nie wieder raus. Oh, scheiße. Naja, in der Zwischenzeit gucken wir uns einfach die Figuren. Schon schlimm, oder was die alles für Muster reinmachen? Ich kann einen Nippel erkennen. Oder sind es Blutflecken? Ich weiß es gerade nicht genau. Ah, ich bin wieder rausgekommen. Ja, cool. Aber ich höre eine Schweineschnauze. Oben rechts. Nein, ist das hier Fuß? Jetzt höre ich es links. Jetzt höre ich es wieder rechts. Oh, Hilfe. Das war gerade aus Versehen gedrückt. Hier unten ist nichts. Hinter der ist auch nichts. Gerade ein bisschen komisch, oder? Wo bist du, Schweineschnauze? Da unten sehe ich jetzt auch nichts. Gibt's doch gar nicht. Hier muss doch irgendwo eine Schweineschnauze sein. Also ich suche die jetzt. Da bin ich jetzt gnadenlos drin. Die sieht bestimmt wieder so richtig dunkel aus, wie eben, wo man sie kaum erkennen konnte. Kann ich mal hier hinterher hingehen? Nein, geht nicht. Da hinten kann man ja was erkennen, ne? Das ist ja... Klar, die Frage ist nur, komme ich da später noch hin? Oder muss ich das Gimmick jetzt finden? Sehr komisch. Warte mal, ich tu mal hier kurz so die Welt absuchen. Das Ding reagiert ja, wenn ich auf die Schweineschnauze kommen würde. Ja, gerade habe ich das Gefühl, ich kann es von hier noch nicht sehen, ne? Hier kann das eigentlich nicht sein, von da höre ich es ja gar nicht. Ja, keine Ahnung, also ich habe gerade das Gefühl, ich sehe es nicht. Oder man kann es von hier aus noch nicht sehen. Warte mal, da müssen wir mal gucken, vielleicht wenn man jetzt mal hier zurückgeht. Und vielleicht kann man dann nochmal in dieselbe Richtung oder in eine ähnliche gucken. Und vielleicht sieht man sie dann. Aha, das Tor ist schon mal zu, das ist natürlich sehr eigen jetzt. Komme ich wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Ah, von der Höhe her wird es passen, aber leider lässt das die Spielengine nicht mehr zu. Okay, Levelbegrenzung halt, ist normal. So, scheiße, ne? Egal, wir gehen einfach mal weiter und merken uns diese Stelle, wo wir sie gehört haben. Vielleicht gibt es dafür ja noch eine vernünftige Erklärung oder Lösung. Oh, wieder ein Rätsel. Juhu. Deine Erfolge im Kampf und Rätseln legen nahe, dass du den kommenden Aufgaben gewachsen bist. Das Mentale wird deine Würdigkeit bestätigen oder deine Niederlage verkünden. Sei nicht so streng, ich krieg das schon hin, verdammt. Was muss ich machen? Ja, man merkt schon, es fehlen mal wieder ein paar, das ist klar. Kein Problem, die holen wir schnell. Einsammeln. Ich gehe erstmal hier rein. Da dürfte es ja noch eins bestimmt geben, oder? Schätze ich mal jetzt einfach. Weil ja, ist ja ähnlich wie bei dem Rätsel bei der Unterwasserwelt da. So, hier sind... Ah, hier ist es. Wunderbar.
So, zwei haben wir. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Ich schätze mal 4, 5 oder 6 Stück. Warte mal, wie viel sind denn da? 3, 4, 5, 6. Dann brauche ich noch 2. Weil eins muss ja noch frei bleiben, damit man noch schieben kann. So, habe ich einen Hammer? Jawohl, habe ich parat. So. Oh, Hilfe. Ey, die Schnauze. Scheiße, ich wollte als erstes draufhauen. Das hat wohl nicht so richtig geklappt. Ich habe ihn zwar getroffen, aber man konnte seinen Angriff nicht unterbrechen, leider. Egal. Es geht ja auch so. Das habe ich schon fast vermutet, dass er an der Plattform hochkommt. Hier kann ich nicht runter, alles klar. So, und jetzt schnell sein. Keine Ahnung, warum da jetzt eine Wespe rauskam. Wahrscheinlich einfach nur, um mich ein bisschen aufzuhalten. Um mich zu nerven. Oh, hier sind Glühwürmchen. Oh, wie süß. Okay, von hier kann ich auch nichts aktivieren. Also ich denke jetzt halt immer gerade noch an dieses komische... an die Schweineschnauze. Ja, wo kriege ich denn jetzt die andere her? Eine müsste definitiv noch fehlen. Ah, okay, von hier wahrscheinlich. Wie viel Leben haben wir? Sind wir eigentlich noch parat oder sind wir schon halb tot? Ich weiß es gar nicht. So, hier ist ja ein kleines Rätselchen anscheinend, oder? Nee, nur ein kleines Möchtegern-Labyrinth. Da ist es doch schon. So, ich werde mal klein, um zu gucken. Vielleicht. Okay. So, ein kleines Rätsel. Das sieht doch recht leicht aus. Das scheint ja schon mal richtig zu sein. Wie bewege ich das denn? Ah. Ich habe nur 24 Züge dafür Zeit. Och, das ist leicht. Das kriege ich hin. Warte mal. Nee, kriege ich eben nicht hin. Hä? Ach, ja. Jetzt macht die Welt natürlich Sinn. Ich glaube, das müsste ich umgekehrt machen. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich probiere das mal ganz kurz. So. Bin ja jetzt auch nicht der Profi in so Spielen, ne? Ach, scheiße. Wartet mal. Ich muss irgendwie den anderen da runter bekommen. Ja, okay. Meine Züge reichen eh nicht mehr. Hat sich schon erledigt, meine Freunde. Zurücksetzen. In der nächsten Folge. Tschüss.